Herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Monster Hunter World. Heute geht es auf die Jagd nach zwei Monstern. Problem ist nur, ich wollte eigentlich in einem Lager landen. Was aber nicht passiert ist, und trotzdem muss ich jetzt erstmal das Notleuchtsignal abfeuern. Weil ich von Jagdrasse angegriffen werde. Hilfe, Hilfe. Ich werde angegriffen von drei Jagdrassen. Nein, das ist der falsche Busch. So, hier. Gut, haben mich verloren. Also nach oben. Wie ihr schon sehen konnte, es geht um den Rathalos und den Azurenen Rathalos. Wo ich jetzt hinlaufe? Keine Ahnung. Ich sehe in die falsche Richtung. Rathalos findet man meistens ja hier oben. Auf meistens. Und wenn, auf jeden Fall eine Spur. Rote Schuppen. Und ich habe ein bisschen das Kostüm von meinem Partner ein bisschen umfärben lassen. Und wie findet ihr es? Bisschen lila, oder? Nur etwas. Aber befindet es sich da hinten. Falsche Richtung, da ist das Ziel. Okay, der ist schon tot leider. Kann ich nichts mehr tun für ihn. Und ich kämpfe mit einer neuen Waffe mal. Nicht Waffen A, sondern eine neue Waffe, die ich mir erst dank dem letzten Part des schmieden konnte. Und der ist klar, dass er sogar, dass der Bombenschlag kaputt geht. Der passt da nicht mal rein. Oh. Ich denke jedes Mal, ich bin hier mit kleinen Kindern unterwegs. Bin ich. Irgendwie komme ich nicht an den Schwanz ran. Nein, ich bleib auf dir drauf. Du wirst mich nicht mehr los. Ich bleib wie eine Zecke an dir kleben. Okay, ich hab doch genug schon.
Ja, schön in die Racken reingelaufen. Ist er ja. Wir brauchen ein bronzes Teil. Okay, so gute Idee, aber das war die Radian, oh, habe ich verwechselt gerade. Mich hier nicht irgendwo verstecken. Hier scheint er nicht. Gut gemacht. Ich war so gut dabei gerade. Feuerbomben mitgenommen. War es nun ich oder der? Nee, er war's. Und schön auf den Kopf noch drauf. Na toll, die Ratin ist da. Gut, geheilt. Dieser Rad da, das. Und nee, die Radian ist das ein Problem gewesen. Wo ist sie denn da? So, gefunden. Nein, der Schnurtruppler hat mich verlassen. Wieso denn? Und warum wollen die Kiefer mich immer in die falsche Richtung führen? Hier oben ist der Radalos, nicht da unten. Einfach schnell, kurzen Prozess. Gefangen und in der Fallgrube gewesen. So, 4 Punkte.
Ich will nur der Azurenradalos. Wie gesagt, ich hole mir meistens immer nur Hilfe, damit ihr damit wirklich das schneller geht. Nicht, weil ich glaube, ich kann es alleine schaffen, sondern eher, weil ich denke, dass es dadurch schneller gehen würde. Aha, sein Netz ist also das hier. Dann höre ich mal schnell ein bisschen hier rauf. Autsch. Ja. Okay, hat der einen schwachen Schwanz, der so schnell abgeht. Und los. Wenn ich hier sagen, es würde sowieso länger dauern, wenn ich mit anderen zusammen spiele, weil es man sich ja durch den Mehrspielermodus sowieso noch gestärkt wird. Ja, das ist mir noch klar. Warum macht er immer diese dummen Feuerattacken? Autsch. Wow, ich wurde wie eine Zielscheibe. Und warum werde ich hier hingebracht? Nach meiner Logik ist ein besserer Punkt ein anderer. Der schnellere. Wir mal gucken, wie schnell der Weg hier ist. Ich wollte in hier bleiben, dort. Nächstes Mal nehme ich den Weg, den ich will. Weil ich wäre auf den Lager auf Befall 17 gewesen. Den üblichen Weg dann in den Baum so rein. Also nur einmal runterspringen, einmal durchkriechen. Und runtergesprungen. Und dann wäre ich schon mal Monster gewesen. Jetzt muss ich den ganzen Weg hier nochmal zu Fuß laufen.
Der ist da hinten. Warum gehe ich nicht einfach den Weg hier hoch? Autsch. Wow. Macht der viel Schaden. Habe ich zufällig irgendwas mit? Wie es scheint, nicht. So, und wo ist denn das Monster da? Weil wir oben in das Nest rein. Und ist zusammen mit der Ratian. Ich wollte zwar jetzt das andere haben, den Ultentrank, aber egal. Was? Das ist nicht hier oben? Da muss ich dann ganz runterspringen. Da habe ich mich wohl getäuscht. Ui. Irgendeiner ist hier gelandet. Ja. Ich hoffe, die Radio macht mir nicht zu viel Ärger. Die sind schon wieder weg. Okay, muss ich nicht verstehen. Kommt ihr her, macht einen Feuerball und verschwindet wieder. Ja, können dann irgendwann später ihren Kampf fortsetzen. Sollen wir immer in Ruhe ausschlafen, bevor der Rathalos und der blaue Rathalos. Wie gesagt. Sollen sie erstmal ausruhen? Sie können ja in einer speziellen Arena. Kann der rote Rathalos gegen den blauen Rathalos mal wieder antreten, um zu sehen, wer stärker ist.
Und ich baue die ganzen Items. Ein Rubin. Ich weiß zwar nicht, von wem ich den Rubin bekommen habe, aber egal. Und da war drin Wasserabwehr, Miasma, Anti-Lehm, Wasserabwehr. Mal sehen, was jetzt die zweite Flotte für uns hat. Es wird interessant, für was die Flotten eigentlich da sind. Mist, ich wollte eigentlich woanders hin. Weltkarte. Astera. Zur Schmiede. Warum kann man die einfach zur Kantine noch nicht fliegen? Soll ich hingehen? Egal. Auf jeden Fall, bei der Schmiede, da arbeiten ja die in der zweiten Flotte, sind alles da für die ganzen, ja, geschmiedenen Sachen. Rüstung und Waffen. Die dritte Flotte hat ja einmal alles erforscht. Warte, für was die vierte und die erste Flotte da ist und warum die fünfte hinkommen musste, habe ich vergessen. Und auch nur eine Vermutung von mir, dass die ganzen Flotten so tätig sind. Weil es einfach so ein bisschen so aussieht. Falls ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare. Und was ist es nun? Und es ist der Herausforderer-Mantel. Was? Das klingt nicht sehr schön. Gar nicht schön. Donnerschutz, Banditen, Herausforderermantel. Lenkt die Aufmerksamkeit von Monstern auf dich, wodurch du so leicht sie leichter anlocken kannst. Der Effekt endet, wenn du angegriffen wirst. Kopiere ich nicht. Aha. Man spielt also Lockvogel. Und wenn anzieht, wird man direkt vom Monster angelockt. Und so kann man das Monster quer durch die ganze Map scheuchen. Praktisch, wenn man Revierkämpfer sehen will. Aber nichts für mich. Neue Quest bekannt geben. Mal wieder. Was haben wir sonst noch hier? Optionale ist da. Gut zu wissen, wir haben jetzt die 7 Sterne Quest alle geschafft. Bei 8 Sterne fehlen bestimmt noch ein paar Dranältesten. Und bei der 9 fehlt ja auch noch was. Untersuchungen, Aufgaben, Event-Quests, nochmal die, und los geht's. Und nicht vergessen, Leuchtsignal abfeuern.
Weil je mehr Leute draufhauen, desto wahrscheinlicher ist auch, dass das Monster schneller weg ist. Ich finde die Mähne vom Großjagras nicht so schön, wirklich. Gefällt mir das Design. Also die Farben sind schön vom Großjagras, bloß die Mähne nicht. Die sieht etwas absurd aus. Vom Großgiros, das Design ist auch sehr schön. Ja, und die kleinen Monster sehen wie immer langweilig aus. Danke. Ich wollte schon immer ein bisschen zappeln am Boden liegen. Und nicht schon wieder. Darf ich auch bitte mal wieder aufstehen? Nein, ich darf nur liegen bleiben. Der Großjagd ist auch fast gestorben. Ich wollte das Material haben. Und das. Und das. Hey. Zweite Reißzahnwürfe wird auch bald erlegt sein. Können wir aufhören hier? Und los. Mal wieder eine Falle raussuchen. Das sind hier die Steine. Könnt ihr das mal sich mal hier runterlocken mal? Yeah, Herr.
dieser Talon stirbt, dann würde ich am liebsten durch den Zugang hierher auf versperren für den. Ich mache das hier nicht verstanden, was ich will. Und Steinchen von oben. Fast 400 Schaden. Okay, Drachenspeer ist einsatzbereit. Und die anderen bleiben da hinten und gucken sie. Unverständlich. Die machen sehr viel Schaden. Auch so um die 400, glaube ich. Die Reichweite kann ich immer noch nicht richtig einschätzen, darum weiß ich immer, bis das Monster mir nah genug aussieht. Da, so geht das. Da sah man's. Durchbohrt das Monster sehr gut. Mal sehen, wie lange hält der Bombeffekt noch? Passiert noch irgendwas mal? Ich bin erloschen. Nierendes Extrakt. Nierendes Extrakt. Das ist sehr wichtig. Und diese Dinger. Der Rest können die behalten alles. Feuerabwehr. Antilehm. Wappnungsjuwel 3 und Schleichjuwel. Das war's auch schon vom Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und